April 2017. Ich fahre gerade Erfurt Richtung Osten, Richtung Klettbach. Ich will heute mal versuchen, über Mellingen, zuerst Bad Berger, Mellingen und dann Weimar zurück nach Erfurt zu fahren. So, jetzt ist es 11 Uhr und 5 Minuten und weiter geht's. Höchsten Punkt erreicht. Jetzt unterquere ich die Autobahn. Die A4. Hab gerade mal angehalten am höchsten Punkt. Jetzt geht's gleich ab. Erst einmal nach Fellroth und dann nach Klettbach. So, Bad Berger. Jetzt fahren wir durch die Stadt bis runter zur Ilm und dann geht es auf dem Radweg weiter. Ja, jetzt sind wir an der Ilm. In der Deser-Richtung geht es weiter nach Mellingen. Und wenn ich von Stadt Ilm komme, komme ich hier raus. Hier die Median-Kliniken, wie es angeschlagen stand. Und hierzu ein schöner Park, wo man Lust wandeln kann. Der Radweg hat seine Reize. Das hier ist auch eine schöne Wegstrecke an Ilm Radweg. Hier kurz vor Buchfahrt. Von Bad Berger kommen. Die Ilm hat momentan mehr Wasser als im Sommer. Das ist natürlich logisch. Schneeschmelze noch teilweise oder von der Schneeschmelze und hat auch einiges geregnet in den letzten Tagen. Ja, jetzt sind wir in Buchfahrt. Im Hintergrund ist die Holzbrücke. Wieder zurück zur Autobahn. Jetzt kurz vor Mellingen. Und fahren wir kurz nach Mellingen und dann geht's nach Weimar. So, hier sind wir im Hotel Leonardo. Weimar, schöner Park, wunderbar anzusehen, der Radweg. Und erst zum Wochenende gesäubert, gekehrt. Thank you.
Ausgang Rübsdorf. Jetzt haben wir noch 20 Kilometer rund bis Erfurt. Bin aber ganz schön zerknirscht. Oberschenkel brennen ganz schön. Schauen wir das mal ab. So, hier haben wir Ulla im Hintergrund und hier sind wir auf dem Radweg nach Erfurt. Erfurt in Sicht, gleich ich fahre gerade auf dem Gera-Radweg. Wie man sieht, neben der Gera in Richtung Gebesee. Ich bin in Erfurt gestartet, nach Erfurt Nord gefahren, dann Mittelhausen, Exleben. Ich fahre jetzt bis kurz vor Gebesee und dann über Stotternhain wieder zurück nach Erfurt. Mal eine Aufnahme von der Gera. Hier ein schöner Radweg. Ist zwar schmal, aber wenn man alleine fährt, das ist kein Problem. Ja, ich glaube, ein Ort, den kenne ich nicht namentlich.